Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber Kampagne hier bei Heisenberg Zockt. So, was müssen wir tun? Maschinen irgendwie was. Moment, wir gucken mal. Ärmelkanalmission, die letzte der Europa-Kampagne. Also Maschinen haben wir hier. Jetzt bla bla bla, liefere Maschinen von Bohrmaschinenfabrik. Nach hier und nach hier. Ah, okay, das geht nicht, dass man das gemeinsam offen hat. Dann machen wir mal nach hier. Gehen wir mal gucken, das ist in Galle. Das ist hier unten. Das ist nicht weit entfernt. Das werden wir mit LKWs lösen. Und das andere Teil, das muss ich eigentlich gar nicht via Karte Dingen suchen, sondern hier hinten. Das müsste hier sein. Das heißt, ja, machen wir auch mit dem Schiff. Und hier können wir ja nicht bauen in diesem Bereich. Also ein Hafen. Das heißt, wir gehen mit den LKWs hier rüber und halten da an. Gut, jetzt machen wir aber mal zuerst das hier unten. Das könnte man nämlich jetzt kombinieren. Wir haben hier ja LKWs. Die bringen, ich glaube, Bretter oder Holz irgendwie. Zeugs hier hin, jawohl, tun sie, warum nicht auf dem Rückweg noch kurz hier vorbeigucken und ein paar Maschinen hier hinbringen. Das gehen wir mal an, dann können wir das nämlich genauso machen, wie ich es in der ersten Folge von dieser letzten Kampagne gesagt habe, nämlich dass wir Hin- und Rückweg eben verbuchen können. Ich schaue jetzt mal, ob das reicht. Das wäre natürlich ideal. Ne, reicht nicht. Müssen wir tatsächlich noch in die Richtung ein bisschen. Okay, machen wir. Mal gucken, bis wohin das geht. Bis hier etwa. Okay, und dann machen wir wieder eine von meinen beliebten Abkürzungen. Nämlich so. Mal gucken, vielleicht brauchen wir dann... Ja gut, da können wir natürlich einen Bahnübergang machen. Das ist ja egal. Okay, Abkürzungen hätten wir. Das lassen wir mal. Vielleicht noch kurz die Straße updaten. Auf die 70. Ja, geht jetzt natürlich nicht. Jetzt haben wir das Teil hingestellt. Na, okay. So was Doofes. Erst updaten, dann die Sachen hinbauen. Gut, dann bräuchte ich die Linie hier in dem Fall. Dann werden wir hier natürlich auch noch ein paar zusätzliche Fahrzeuge installieren. Also, das würde jetzt heißen, sie holen... Ne, Blödsinn. Sie holen hier unten Holz, also Bretter. Fahren hier hoch. Liefern die hier ab. Fahren leer hier hin. Ne, Blödsinn, nehmen von hier Maschinen mit. Bringen die hier hin und fahren dann leer wieder dahin. Okay, also das wäre nach... jetzt habe ich es gerade gesagt, jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Bretter nach hier. Okay, danach nach da. Also nach Galle Abzweigung. Ne, genau nicht. Nach Bolognese. Wollen wir hier hin? Wisst ihr was? Ich bin versucht, das nochmal neu zu machen. Wobei... Ne, das stimmt schon. Ich habe gerne, wenn das wirklich logisch irgendwie aufgeklärt ist. Und jetzt ist es unlogisch. Jetzt fängt das Ganze... eigentlich da an, wo es ja mittendrin, da fängt das Ganze an, wenn man es genau nimmt. Ist aber eigentlich egal. Also jetzt nochmal gucken. Wir fahren von hier mit Maschinen hier hin, liefern die ab, fahren dann hier runter, holen Holz und fahren dann direkt wieder nach hier. Doch, das stimmt soweit. Gut, jetzt bräuchten wir hier aber eben noch ein paar zusätzliche Fahrzeuge, würde ich vorschlagen. Hier unten haben wir ein Depot. Straßenfahrzeuge kaufen, Güter. Nehmen wir wieder die hier. Kaufen wir mal nochmal 5 Stück. Und dann wäre das die Linie, die wir noch nicht haben. Habe ich die oder habe ich die einfach nicht benannt? Moment, werden wir gleich wissen. Hier vielleicht auf sichtbar. Nein, haben wir tatsächlich... Ah ja, habe ich die. Ich Vogel, okay, alles klar. Die haben wir ja gerade modifiziert. Oh, hier brauchen wir auch noch ein paar LKWs. Gut, zu wissen, werden wir gleich machen. Also Linie zuweisen, das wäre die hier. Die heißt natürlich jetzt nicht mehr Bretter, sondern, ja, wir werden sie gleich mal umbenennen. Das ist besser. Nämlich in Bretter Maschinen, damit wir auch wirklich wissen, wo die rumdüsen. Maschinen. Geht nicht hin, okay. Machen wir Marschpunkt. Müsste eigentlich auch zu erkennen sein. Okay, unterwegs sind sie. Das läuft also soweit. Jetzt hier eben Kohletransport. Der geht eigentlich... Oder die Kohle geht hier rauf. Was machen die denn hier? Oh, die stehen hier auch im Stau. Ach, du grüne Neune. Okay, da brauchen wir nicht mehr LKWs. Da brauchen wir eine flüssigere Verbindung. Oder die brauchen hier Züge. Aber das können wir uns nicht leisten. Wir müssen jetzt erstmal erfüllen, was wir zu erfüllen haben. Vielleicht doch eine Abkürzung. Wir bauen mal nochmal eine Straße in der Hoffnung, das hilft was. Wenn wir die hier lang ziehen, dann sollten die hier eigentlich hier oben durch düsen. Wäre mein Wunsch. Wir schauen mal. Jawohl, tun sie. Gut.
Dann könnten wir hier vielleicht eine Querstraße machen. Dann können die LKWs, die da im Stau stehen, falls sie es schon gemerkt haben, hier rauf. Ah, guck mal, jetzt ist der Stau eh weg. Ja, das ist das Praktische. Sobald man baut, verlieren sie den Überblick. Dann sind alle weg. Einfach in Luft aufgelöst. Gut, hier hinten, das hätten wir. Jetzt aber hier müssen wir eben noch aufpassen, dass wir nicht zu viele Maschinen hier hinliefern. Also hier hin. Denn der Weg nach da hinten, der ist natürlich bedeutend länger. Aber im Endeffekt, Moment, wir können ja Maschinen eigentlich auch hier runter liefern, aber das können wir dann nicht mehr mit denen machen, die liefern die Maschinen ja hier hin. Wenn wir jetzt hier eine separate Linie machen würden, sprich, dass wir das wieder rausnehmen, dann könnten wir das regulieren, sonst können wir das nicht regulieren, weil die ja zusätzlich noch die Bretter da unten holen. Also, das machen wir anders. Das Teil hier kommt wieder raus. Das war hier Zentrum. So, und dann machen die eigentlich ihre ursprüngliche Route, und zwar ohne Masch. Nehmen wir wieder weg. Ja, manchmal muss man was bauen, um festzustellen, da gibt es eine bessere Lösung. Also, die haben jetzt wieder ihre Bretter. Das ist soweit okay. Jetzt bräuchten wir also eine separate Linie. Die machen wir mal. Neue Linie. Von hier runter. Hier brauchen wir die Maschinen. Die gehen dann da aufs Schiff und dann darüber. Und das ist dann also die reine Maschinenlinie. Und da können wir jetzt eben sparen mit den Fahrzeugen, damit wir nicht ein Ungleichgewicht bekommen mit den Lieferungen nach da hinten. Maschinen-LKW, Galais. So, haben wir. Da machen wir jetzt mal, würde ich sagen, nicht viel mehr als 2 Stück drauf. Wir können immer noch zusätzliche Fahrzeuge installieren. Okay, Linie zuweisen. Maschinengalle. Das hätten wir. Also, jetzt sind die Maschinen hier unten. Ja, vielleicht noch ein paar Schiffe zusätzlich. Haben wir noch ein bisschen Geld? Ein bisschen haben wir noch. Wenn die da so viele verschiedene Sachen transportieren müssen. Das Problem ist, dass die eben immer nur ein Stück gut transportieren können. Die können nicht Kohle und zum Beispiel Erz gleichzeitig. Also, wir kaufen mal nochmal ein Schiff. Würden dann bei dem bleiben. Okay, Linie zuweisen. Schiff. Schiff 1. Da machte ich mal auf die Reise. Nicht, dass wir dann hier das Falsche die ganze Zeit sozusagen transportieren, wenn wir jetzt eben Maschinen hier hinkriegen müssen. Gut, dann hätten wir die Maschinen müssen nach hier hinten. Da haben wir jetzt natürlich auch keine Linie, die nach hier hinten fährt. Da machen wir auch eine neue. Beziehungsweise, Moment, bevor wir eine Linie machen, brauchst du erstmal hier einen LKW-Ladeplatz. Den kriegst du. So, einmal drehen. Das passt hier. Dann wäre das von hier nach hier unten. Und dann gehen die Maschinen nach da hinten. Das wäre dann Maschinen-LKW, eben nicht Kalle, sondern Nordseite. Moment, Maschinen-LKW. Dover. Okay, passt. Wir bräuchten die Fahrzeuge. Hier haben wir ja schön das Depot. Güter. Und jetzt machen wir hier ein paar mehr, damit die auch wirklich alles abliefern können, da in der nützlicher Frist, weil sie eben schneller sein müssen. Und das wird schwierig, weil die Schiffe, die haben natürlich relativ lange. Die Strecke hier, die, oh Gott, ja. Wie macht man das am besten? Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau das sein muss. Also hier steht halt einfach gleich schnell zur Mitte. Eben, dass die Trupps von beiden Seiten des Kanals gleich schnell zur Mitte vorstoßen. Hier haben wir diese Zahlen. 1000 brauchen sie. 1000 Maschinen. Und wir werden es jetzt halt so haben, dass hier die französische Seite natürlich viel schneller beliefert wird. Naja gut, wir geben mal Gas. Und gucken, wie sich hier die Zahlen entwickeln. Mehr können wir eigentlich nicht machen. Jetzt hier unten, das sollte sich regeln mit der Kohle, würde ich sagen. Sie benutzen hier die neue Straße. Jetzt gucken wir mal hier oben. Hier könnten wir wahrscheinlich auch noch das eine oder andere zusätzliche Fahrzeug brauchen. Die düsen da schon mal fleißig rum. Das wären die, die dann hier die Bretter zum Hafen runterbringen. Wobei, die müssen sich auch nicht massiv beeilen, denn hier kommt auch noch alle Jahre mal ein Schiff vorbei. Sieht man, was hast du dabei? Ah, du hast die Kohle mitgenommen. Dann wird das Schiff hier dann wahrscheinlich die Bretter aufnehmen. Okay. Und haben wir jetzt hier unten schon erste Maschinen? Wahrscheinlich nicht. Linie.
Jawohl, haben wir. Ah, da. Guck mal, da liegt ja. Da liegt Kohle. Warum liegt jetzt hier Kohle? Nein! Ihr sollt nicht die Kohle hier hinbringen. Was ist denn jetzt kaputt? So, jetzt hat es hier einen Fehler drin. Moment. Bretter, LKW, die bringen. Die bringt Stahl hier hin? Ja, okay, das ist zwar richtig, dass die Stahl brauchen, aber das müsste nicht die Bretterlinie machen. Was macht die denn jetzt? Die fährt immer noch von hier unten. Deswegen habe ich es nicht so mit diesem automatischen Ding. Also im freien Spiel habe ich lieber gekennzeichnet, was sie transportieren sollen. Dann hat man nicht diese Probleme. Was sollen wir denn jetzt mit der Kohle hier hinten? Sag mal. Die bleibt hier einfach liegen, weil die Fabrik kann die nicht brauchen und wir haben eigentlich... Aha, jetzt nimmt aber jemand wieder Kohle mit. Jetzt wird es gerade weniger. Der nimmt Kohle mit. Stahl-LKW Galle. Der soll hier eigentlich Maschinen mitnehmen. Jetzt wird es ganz interessant. Moment, Details. Stahl hat er. Der bräuchte noch Holz. Okay, Holz sollten sie eben liefern. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, wenn die da kein Holz haben, dann nehmen sie halt, was da ist. Und wenn das die Kohle ist, dann bringen sie die Kohle hierher. Und irgendjemand nimmt sie wieder mit. Okay, das ist wahrscheinlich nicht sehr wirtschaftlich. Aber es scheint zu funktionieren. Jetzt ist die Kohle wieder weg. Okay, dann nehmen wir das mal als gegeben. Ist ja okay, wenn die Kohle weg ist, ist sie weg. Wir bräuchten jetzt halt einfach eben hier eine gewisse Maschinenproduktion. Da müssen sie warten, bis das erste Mal Holz ankommt. Hier haben wir noch nichts. Du bringst, glaube ich, eben die Kohle. Ne, guck mal, der ist tatsächlich schon hier unten mit seinem Holz. Das heißt, sie kriegen dann zum ersten Mal Holz. Und im Umkehrschluss heißt das, wir kriegen dann unsere Maschinen. Und dann können wir gucken, was hier passiert. Wir haben ja auch nur 3 Jahre oder wie viel? 18 Jahre haben wir Zeit. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wann das angefangen hat zu rechnen. Aber wir können eh nichts machen. Wir können nur das machen, was wir machen. Und der Rest wird vom Spiel bestimmt. Dann halt, wie schnell die Zeit rumgeht. So, wo ist das? Was müssen wir? Mehr Einheiten abtransportieren. Stahl. Ja, hier liegt aber nicht wirklich viel mehr Stahl. Von daher, wenn wir hier mal gucken. Details. Stahl haben wir. Also das Problem ist das Holz. Dann lassen wir das für den Moment. Wir müssen hier das Holz da oben in die Maschinenfabrik bringen. Ich überlege mir gerade, hier nochmal eine Abkürzung zu machen, dass sie hier nicht so außen rum müssen. Müssen sie zwar nicht, sie können ja hier die Abkürzung nehmen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch eine Abkürzung. Passt eigentlich auch. Gut, sie rasseln, tun und machen. Jetzt liegt da unten Holz. Jetzt könnt ihr das bringen. Also Holzbretter liegen da. Mal gucken. Das ist der Kohle-LKW. Der soll die Bretter in Ruhe lassen, sonst haben wir wieder ein Durcheinander. Wer bist du? Du bist ein Bretter-LKW. Also schnapp. Jawohl, wunderbar. 16 Stück ab in die Fabrik. Und dann geht das hier dann langsam voran. Ja, jetzt ist halt wieder ein bisschen Warten angesagt. Das ist halt öfter mal. Oh, hier haben wir aber auch eigentlich mehr als genug auf dieser Linie, was wir transportieren könnten. Hätten wir die Kapazitäten, Baumstämme, LKW Dover, kriegen noch mal ein paar Fahrzeuge. Da übertreiben wir aber nicht, das werden einfach mal 3 Stück sein. Bretter, LKW Dover, falsch. Jetzt muss ich noch mal gucken, was seid ihr hier oben, wenn ich dich erwische. Baumstämme, LKW Dover, okay. Baumstämme, das war hier oben. Machen wir zu. Und dann kriegen die da Verstärkungen. Und jetzt hier aber für in den Hafen runter. Es wäre schon nicht schlecht, wenn wir hier tatsächlich vielleicht auch nochmal einen LKW zusätzlich hätten. Also nicht nur einen, sondern gerne 2, 3. Wir verdienen sogar Geld, vorher hatten wir 12 Millionen. Dann können wir hier auch ein bisschen zuschlagen. Denn die kosten ja nichts. Die 250.000. Okay, das wäre dann jetzt aber Bretter LKW Dover, genau die rote Linie, die eben die Bretter dann hier zum Hafen bringt. Sie düsen los. Okay, das ist bestens. Vielleicht hier noch eine Abkürzung. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Sie fahren halt hier runter, machen so einen Bogen. Naja, sie fahren dann halt durch die Stadt durch. Das ist nicht so, was mir gefällt, denn das ist halt einfach stauanfällig, je nachdem. Ich würde sagen, wir haben ja das Geld. Wir bauen ihnen eine Alternative, dass sie hier rüber können. Ich hoffe mal, es wird genutzt. Wir werden sehen. Ja, und jetzt aber nicht mal in die Straße rein, beziehungsweise ja, können wir, aber wir gehen gleich wieder weiter. Wir gehen gleich wieder weiter. Hallo. Dankeschön. So, hier unten rein.
Okay, wenn wir jetzt mal gucken, Linie. Ärgerlich, wird nicht genutzt. Die fahren lieber durch die Stadt durch. Das könnte man jetzt natürlich ändern, indem man hier nochmal einen LKW-Ladeplatz hinstellt und den in den Fahrplan aufnimmt. Aber dann müssen sie zusätzlich halten. Und dann verlieren sie diese Zeit wieder. Wie kriegen wir die denn dazu, dass sie die Straße hier benutzen? Vielleicht so. Nochmal gucken. Aha. Ja, die sind schon auch halt relativ große Freunde von Abkürzungen. Gut, das hat ja schon mal geklappt. Das behalten wir da im Auge. Was haben wir hier? Noch gar nichts. Hier unten haben wir... Doch, guck mal, da haben wir Maschinen. Die wurden gerade aufgeladen hier vom Schiff. 55 Stück. Aber warum kriegt die französische hier noch nichts? Die Reichweite reicht sozusagen. Hast du Maschinen dabei? Nee. Du, man erwischt sie kaum, wenn sie so schnell sind. Nee, der hat auch keine Maschinen bei. Aha, guck mal, die Stahllinie. Die hat Kohle dabei. Ja, das kennen wir, das Problem. Okay. Wir bräuchten hier noch ein paar Maschinen für da oben. Nicht, dass wir dann das Ungleichgewicht in die andere Richtung haben. Weil wir jetzt hier natürlich nur zwei LKWs haben, kann es sein, dass wir hier ein bisschen benachteiligt werden. Mit unserer Seite hier. Dass sie dann primär doch eher für die andere Seite produzieren. Ja, und das Problem ist schon eher im Holzbereich. Stahl haben wir. Also müssen wir gucken, dass wir mehr Holz hier hinkriegen. Das liegt wahrscheinlich im Moment zumindest. Wieso fährst du leer? Was soll das denn? Du hättest hier doch Holz mitnehmen können. Sag mal, was macht der denn? Nicht leer fahren. Sollen wir den mal drehen? Wir drehen den mal. Das bringt nichts, wenn er leer darunter düst. Okay. Ja, die Frage ist, sollen wir hier noch mehr Räder hinbringen? 111. Das ist mehr, als ein Schiff laden kann. Somit hat sich die Frage eigentlich beantwortet. Dann kaufen wir hier nochmal ein paar solche. So, rote Linie. Das wäre die hier. Wie sieht es da oben aus? Da können wir auch nochmal ein, zwei LKWs brauchen. So, 1, 2, 3. Und das wäre dann die blaue Linie, dachte ich. Genau. So, wunderbar. So, jetzt wo ich die gekauft habe, jetzt geht hier die Produktion ein bisschen runter. Aber okay, die geht auch runter, weil wir hier zu wenig abtransportieren. Das wird sich ja jetzt auch entsprechend ändern. Zumal sie jetzt hier auch freie Fahrt haben. Gut, was machen die Schiffe? Der wartet hier. Was hat der an Bord? Umrüstbar hat an Bord. Okay, das ist auch schön. Da, jetzt kommen wieder Bretter. Der wird wahrscheinlich wieder Kohle mitnehmen, weil wir ein bisschen mehr Kohle als Bretter da haben. Aber dafür ist dieses Schiff mit 111 Einheiten relativ gut beladen. Brauchen wir zusätzliche Schiffe? Im Moment nicht. Im Moment. Au, ein neues Flugzeug. Okay. 25 Maschinen für nach da hinten. Jetzt hat die englische Baustelle die ersten 5 bekommen. Also es funktioniert. Nochmal ein Schiff. Ich würde sagen, ja. Kann nicht schaden. Wenn es nichts nützt, schadet es nichts. So, zuweisen. Moment. Das wäre dann hier Schiff 1. Bestens. Gute Fahrt. Wir sind auf Volldampf. Wir können nochmal gucken. Ja, jetzt haben wir da wieder ein bisschen mehr, weil hier mehr abtransportiert wird. Haben wir irgendwelche Stauerscheinungen? Nö, das rumst bestens, so wie es rumsen soll. Sehr schön. Einfach hier, guck mal. Ich denke es immer wieder, wenn ich sehe. Man müsste viel öfters einfach mal den Fabriken ein bisschen zugucken. Die sind so wunderschön gemacht. So liebevoll mit den Details. Ist einfach total cool. Sagenhaft. Ja, machen wir dann im Hauptspiel auch mal noch. Da möchte ich mal so eine Tour de Getreidefarmen. Nein, Tour de Fabriken machen irgendwie. Das werden wir mal noch angehen. Gut, jetzt haben wir hier aber was anderes zu tun. Und ich sehe, jetzt haben wir hier erste Stauerscheinungen, die mir nicht so gefallen mögen. Ja, wenn wir halt keine Züge nichts haben, dann entsteht halt eben dieser olle Privatverkehr. Und hier haben wir halt eine Kreuzung. Da könnte man sich überlegen, sollen wir hier vielleicht eine Brücke bauen? Das Geld hätten wir. Wisst ihr was, wir machen mal ganz kurz Pause. Holen den Bagger. So, reißen das hier ab. Und ziehen eine Brücke rüber. So, mit M und N. Nämlich so. Da hätten wir sie, die Brücke. 200.000, das könnten wir uns dicke leisten. Das wird nämlich einiges bringen. So, und jetzt müssen wir hier wieder unten durch.
Sagen wir mal mit der Straße. Okay, Moment. Wir müssen die ein bisschen schlenkern, das ist uns ja egal. Lassen wir wieder laufen. So, die Wänden machen und tun. Die müssen jetzt erstmal merken, dass sie hier immer noch lang können. Oder wieder, jetzt wo die Brücke steht. Aber jetzt haben wir natürlich kein Problem mehr, was allfällige Stauprobleme hier unten angehen würde. Gut, so halt jetzt nach und nach das Ganze ein bisschen optimieren und warten. Im Prinzip, der hat wieder 89 Bretter. Jetzt haben wir hier auf der englischen Seite 44 und auf der französischen haben wir 0. Hier wird nicht geliefert. Warum wird denn hier nicht geliefert? Haben wir hier ein Problemchen? Irgendwas falsch eingestellt? Warum kriegt die französische Seite, die ja produziert wird, keine Maschinen? Maschinen-LKW. 0. Der wäre ja nicht für Holz, sondern für Maschinen gedacht. Der hat nichts dabei. Nochmal eine Abkürzung machen oder doch ein, zwei Fahrzeuge mehr rauf. Ich würde mal nochmal ein, zwei Fahrzeuge mehr raufsetzen. Sozusagen um die Wichtigkeit zu demonstrieren. Damit die Fabrik merkt, doch, die können durchaus auch eigentlich was bekommen. Jetzt habe ich die Linie zugemacht. Nochmal aufmachen. Die geht schon hier rein. Oder habe ich die falsch eingezeichnet? Maschinen, LKW Galle. Moment, die ist falsch. Guck mal, wo die hingeht. Die geht zum Hafen. Ah, nee, aber die stimmen natürlich schon. Die einen müssen ja zum Hafen, die anderen müssen... Wie heißt denn die Linie? Jetzt geht das Chaos los. Moment. Ah, ja, was stimmt nicht? Ja, nein, die gehen hier doch nicht rein. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich falsch bedacht habe. Ja, die eine Linie, die muss natürlich eben... Ich habe die zweite Linie nicht gemacht, die ich gesagt habe. Das ist der Clou oder der Haken an der ganzen Sache. Wir haben ja die andere Linie wieder geändert, dass die hier nicht halten. Und dann haben wir wahrscheinlich vor lauter was anderes tun, die hier vergessen. So, machen wir die mal. Und das wäre dann Maschinen, LKW. Das habe ich da aber eh schon gemacht. Hä? Komisch, Moment. Maschinen, LKW, Galle. Haben wir die nicht schon? Jetzt wird es gespenstig. Moment. L? Doch, die haben wir hier schon. Die haben wir halt gleich benannt. Die fahren zum Hafen. Ja, genau. Und die fahren jetzt zur Fabrik. Machen wir hier mal, wenn es geht, machen wir hier noch eine Fabrik draus. Faber. Machen wir eine 1 draus, einfach, dass wir einen Unterschied haben. Gut. Jetzt müssen wir die Schiffe bald schon wieder bremsen. Aber ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Straßenfahrzeuge kaufen. 1, 2, 3. Wir versuchen es mal mit 3. Die 1 war's. So, hätte ich fast die Linie vergessen. Kein Wunder, dass wir hier bei 0 sind, während wir hier doch schon bei 100 sind. Uiuiui. Aber okay, das ist wahrscheinlich sogar gut. Jetzt haben die einen Vorsprung. Wenn sie da mit dem Schiff noch rüber müssen und alles Mögliche. Wir werden die Maschinen, welche wir bekommen, in einer Sekundenfrist fast schon hier abliefern können. Na, haben wir schon welche bekommen? Jetzt dauert es wahrscheinlich noch ein Momentchen, bis die Linie übernommen wird. Ja, aber jetzt kriegen wir auch welche. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, in welchem Verhältnis sich das hier ändern wird. Hier haben wir ordentlich Kohle, schon die ganze Zeit. Sollen wir hier auch noch ein paar LKWs rauf tun? Wir verdienen natürlich Geld damit. Guck mal, wir verdienen sogar ordentlich Geld. Wenn wir hier mal raufklicken. 2 Millionen, 3 Millionen, 3 Millionen. Wunderbar. Oh, Stahl. Okay. Stahl. Welches ist die Stahllinie? Schnapp. Ich erwische ihn. Kohle-LKW. Der hat zwar Stahl dabei, aber irgendwie... Jetzt muss ich mal gucken. Wenn wir hier mal runtergehen. Stahl-LKW Galle. Ja, da haben wir gar mal 4, 5 Stück. Da werden wir auch nochmal zuschlagen. Ja, haben wir hier ein Depot. Jawohl, hier unten. Straßenfahrzeuge. 1, 2, 3, 4. Und dann hätten wir gerne Stahl-LKW Galle. So, wunderbar. Und so werden wir natürlich nach und nach das Ganze optimieren können. Hier wegen der Kohle vielleicht dann nochmal gucken. Bretter hat es jetzt auch. Hier liegen Maschinen für die andere Seite. Jetzt haben wir 1627. Ja, jetzt viel machen würde ich nicht mehr. Das Ganze im Auge behalten. Aber irgendwelche Linien verstärken müssen. Und sonst würde ich die mal arbeiten lassen. Viel mehr können wir nicht machen. Mehr Schiffe. Aha, ein Güterwagen. Okay.
Was haben wir hier? 97. Der bringt 44 Maschinen. Okay, und nimmt dann wahrscheinlich die Breiter mit, würde ich mal tippen. Und zwar alle, die da sind, das wäre also eigentlich ideal. Machst du das tatsächlich? So wie von mir angedacht. Na, schmeiße rüber, jawohl. Okay, doch, das können wir auch so lassen. Da brauchen wir keine zusätzlichen Schiffe. Das gibt, wenn wir Pech haben, sowieso noch Stau. Hier beim Hafen, bei der Hafeneinfahrt. Was bringst du? Auch Holz. Okay. Ja, und hier haben wir eigentlich alles abtransportiert. Hier haben wir die zusätzlichen LKWs. Hier ist, wie es aussieht, okay. Und hier hinten ist, wie es aussieht, auch okay. Jetzt kriegen wir aber tatsächlich überall langsam fetten Privatverkehr. Das heißt, wir werden irgendwann wahrscheinlich wirklich nochmal ein Stauproblem haben. Hier oben haben wir es ja gelöst mit der Brücke. Wenn wir hier mal gucken, das müsste... Ja, wunderbar. Guck mal, hier unten die Autokolonne. Und hier oben haben wir tatsächlich Ruhe. Da können wir schön durchdüsen. Das ist auch okay dort. Und das ist auch okay. Da haben wir ja die Schiffe, die das machen. Jetzt ist eher die Frage, sollen wir vielleicht nicht doch auch den Finanzen zuliebe hier schon mal noch eine Busverbindung machen? Das wäre natürlich auch eine Idee, denn ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Aber irgendwie werden wir ja dann hier noch mit Zügen durchs Tunnel fahren. Der Punkt ist halt, wir würden natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Von daher, schaden könnte es nicht. Und wir hätten die Zeit, wenn wir sowieso warten müssen, bis sich das hier irgendwie halbwegs... Das sieht gar nicht schlecht aus. Bis sich das halbwegs da Richtung 1000 bewegt, könnten wir das eigentlich machen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Mit diesem wilden, schnellen Bild von den französischen Straßen würde ich dann mal Tschüss sagen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.